heute nun das lang ersehnte Treffen. Erster Dynamo gegen Amateure Berlin. Trainer Kawa nur mit zwei Veränderungen. Mit der 7 Graustein und mit der 14 Worm. Im Laufe der Woche fand ein Pokalspiel statt. Berliner Amateure gegen die A1 des BFC. Und die spielen in der Regionalliga. Augenzeugen dieses Spieles berichteten von einer sehr guten Verfassung von dem heutigen Gast aus Kreuzberg. Der Hausherr heute in Weiß, von links nach rechts spielend. Ich will es nicht verhehlen, das Ergebnis wird sicherlich bekannt sein, aber ich kann euch versprechen, es wird ein tolles Spiel werden. Die Kreuzberger mit dem weidenroten Dress stehen jetzt unter Stress, denn wie eingangs erwähnt, vor wenigen Tagen ging es gegen die A1 und hier Heiko Nitze, der das Spiel anpfeift. Er war ein würdiger Leiter dieses Spieles. Die Kreuzberger legten erstmal mächtig los. Es war bekannt, dass sie von Anfang an bis zum Ende voll durchmarschieren. Darauf musste sich der BFC einstellen. Und da geht schon auf rechts außen die Post ab. Dietzel hatte seine Mühe, die Geschwindigkeit von Sarah anzunehmen. Wenn der Ball runterkommt, ist der bestimmt mit Schnee bedeckt. Letztlich kann Graustein die Situation klären. In der nächsten Szene Ballverlust von Paul Schuld. Eine gefährliche Situation, aber Hilliger kann klären. Die Anfangsphase hat der BFC überstanden. Ein schöner Hackentrick von Dietzel auf Weber, der flankt. Völlig unbeeindruckt die Kreuzberger. Erst zwei Mann gelingt es, Sar vom Ball zu trennen. Nicht ganz fair. Trainer Kawa mit den Ergänzungsspielern, die Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt und der BFC setzt die ersten Akzente hier mit Dietzel. Schöner Diagonalpass auf Kliemann, 14. Minute. Der Kreuzberger Weber setzt sich gegen Schuld durch, flankt und herrlicher Kopfball von Sarl, Glück für Dynamo am Tor vorbei. Im Gegenzug, Cesai schießt allerdings seinen Kumpel Tabali an. Kliemann. Cesai links raus auf Worm und er prüft Kreuzbergs Keeper Webers. Nun ist es schon längst ein Kampf beider Teams mit offenem Visier. Es wogt hin und her. Was fehlt, ist ein Tor. Minute, Neumann erkämpft sich den Ball, zieht Richtung Tor, flankt Balli zur Stelle, nimmt auch schön den Ball mit, aber rutscht aus. Dann die 21. Minute, schwacher Abstoß von Illiger, Keller mit der 14 leitet gleich weiter. Das ist Sportgeist in Reinkultur, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Da bindet Neumann Vossen die Töppen zu, weil der in Zeiten des Klettverschlusses aufgewachsen ist. Spaß beiseite, habe ich noch nie gesehen. Klasse Neumann. Und dass Vossen kein Tor geschossen hat, lag bestimmt nicht daran. Hier ein Foul von Schuld an Keller. Freistoß, sofort Checkhand. Getreten wird der Freistoß von Vossen. Der wird mich doch jetzt nicht lügen strafen. Wie muss er drei gehabt haben, denn Hilliger kann den Ball nicht festhalten. Eckball. Sichere Beute für Hilliger. Der macht das Spiel schnell. Ganz schnell. Sehr schnell. Worm nimmt das Tempo mit. Kopf schön oben, sieht Tabelli in der Mitte laufen. Natürlich eine Riesentat von Webers und erhält den Dank seiner Kameraden. Eckball Kiese, er wird abgewehrt. Zufrieden der Trainer der Amateure Michael Zaske, der sein Team prächtig eingestellt hat. Ein klasse Fight, den sich beide Teams liefern. Alles dran, was man sich vom Fußball wünscht. Tempo, Zweikämpfe, Passagen, alles da.
Da muss man nicht mehr viel zu sagen. Kurz danach Freistoß, Ceesay. Die Lilafarbenen können sich nicht ganz befreien. Der nächste Angriff über Wurm, um Keeper an die Latte gelenkt und Eckball, der nichts einbrachte. Fossen leitet den Angriff der Kreuzberger ein, da ein Zusammenprall zwischen Neumann und Theke. Das sind Situationen, die immer wieder vorkommen beim Fußball. Es ist nicht zu ändern. Theke hilft aber dem Ärgerbetroffenen auf die Beine. Und sportlich fair, die Kreuzberger geben den Ball wieder zurück zum BFC. Machen wir nun einen Sprung in die 31. Minute. Alles rechnet mit Freistoß gegen Schuld. Nur der Schiri für Schuld, Ceesay. Freistoß setzt sich gegen die 21 Kutschak durch. Das war schon klasse. Brustannahme und aus der Drehung. Dann ging in den Pfosten bzw. Latte. Dann die 33. Minute. Labali setzt sich links durch, bringt den Ball in die Mitte Richtung Ceesay, der sich bei Zaske durchsetzen kann und mit links abzieht vorbei. Alles richtig gemacht, nur das Tor will nicht fallen. Namo erhöht die Frequenz. Die Variationen sind recht zahlreich schon, mal über außen. Dann auch mal über die Mitte. Sicher, es klappt noch nicht immer alles. Kann ja auch gar nicht sein. Da steht ja auch ein Team dagegen, das das Fußball-ABC beherrscht. Nach ca. 2/3 der ersten Halbzeit bekommt man den Gast immer besser in den Griff. So wie hier Dietzel mit Eröffnung auf Weber, zurück auf Dietzel und der dann das Kurz sucht und findet, wiederum mit langem, weitem Diagonalpass auf Kliemann. Weber ist rechtzeitig aus dem Kasten, aber weiterhin mit Druck, Neumann und Kliemann schließt ab, allerdings weit übers Tor. Dann wieder ein schnell vorgetragener Angriff, Saskos auf Wurm. Dieser Angriff konnte nicht zu Ende geführt werden. Weber mit der 13. Aber schon sind die BFCer wieder da. Ceesay. Sasko. Graustein. Weber. Wieder Sasko. Und der traut sich was. Weber ist im Tor, lässt sich aber nicht überraschen. In der Ecke können wir uns ersparen, die brachte nichts ein. Genauso wie die folgenden Spielzüge, letztendlich nicht zum Erfolg, aber der Reihe nach Kliemann. Wurm. Und jetzt aufgepasst, Flanke Wurm. Herrlich, endlich einer bei, der sich was traut. Beflügelt von solchen Aktionen, der BFC erhöht den Druck immer mehr. Wurm, Tabali wird gebremst von Webers. Einwurf Kliemann, er sieht den startenden Tabali. Da wollte er die Bude zunageln. Weber im kurzen Eck pariert prächtig. Bei den letzten Chancen in der ersten Halbzeit erspielen sich die Gäste. Weber mit der 13 und Hilliger mit der letzten Kraft, all unter sich begrabend. Ein bisschen unsortiert die BFCer Hintermannschaft. Und Hilliger löst die brenzlige Situation. Gibt zwar noch einmal Eckball und Sekunden später pfeift Schiedsrichter Nitze zur Halbzeit. Eine tolle erste Halbzeit, torlos. Dafür werden wir in der zweiten Halbzeit entschädigt und die Höhepunkte, die Highlights, die Tore im Anschluss an diesen Bericht. Wir befinden uns jetzt in der 52. Minute. Ein überfallartiger Konter, eingeführt von Saskowsk. Wurm, der zieht unwiderstehlich davon, hat auch den Blick oben und sieht Tabali, der keine Mühe hat zu vollenden. Natürlich ist die Freude groß, das 1:0 und sein 18. Saisontreffer. Puh, und das im 10. Spiel. Fast noch in der gleichen Minute. Ceesay
bei seinem Freistoß. Webers kracht mit Weber vom BFC zusammen. Mit aller Kraft rücken nun die Kreuzberger auf das Tor vom BFC. Etwas durcheinander die Abwehr. Weber trifft den Ball nicht. Holt vor Karimi. Noch ist der Ball heiß. Al-Charkat mit toller Finte. Caesar und Dietzel am Boden liegen, bringen ihn zu Fall. Will natürlich keiner wahrhaben. Ich doch nicht. Nee, wirklich nicht, Herr Schiri. Nun wird's wieder turbulent im Strafraum. Schön abgelegt. Aber Fossen trifft nicht voll. Kapitän Keller zieht ab. Wo ist der Ball? Ohoho. Dann wieder ganz schnell rüber auf der anderen Seite. 57. Minute. Mit der 21 Kotschak zur Ecke. Die wird schnell ausgeführt. Cisse kann sich irgendwie durchsetzen. Kliemann nicht scharf, aber platziert ins lange Eck. Drei, vier Minuten später folgende Situation. Missglückter Kopfballversuch von Schul. Isov kreuzt Pfosten und Dietzel kann ganz in Ruhe das Spiel aufbauen. Zu Worm, der schon wieder sein Turbo gezündet hat, legt schön ab auf Cisse und bleibt an Erdogan hängen. In der nächsten Einstellung eine ziemlich untypische Art der Kreuzberger. Schiri Nitze stand ja unmittelbar daneben, konnte den besten Einblick haben. Sicher ein bisschen Frust war schon dabei. Alles wieder gut. Stoß BFC. Dietzel wird aus, spielt den Ball kurz und bekommt ihn gleich wieder zurück. Startet die nächste Attacke. Saskowsk. Kliemann schießt. Webers lässt davon abprallen. Der Ball ist da und versenkt den Ball ins Netz. Der 19. Saisontreffer besiegelt und bedeutet die Vorentscheidung im heutigen Spiel. Alle kommen zum Gratulieren, auch der Trainer Carver. Dem fällt nun auch ein Stein vom Herzen. Ist er nun mit seinem Team auf dem Weg zum Herbstmeister, aber da sind noch einige Spiele zu absolvieren. Und vor allem die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Al-Charkat mit der 4 und Fossen mit der 11. Sie stemmten sich gegen eine drohende Niederlage. Wieder der Freistoßspezialist Erdogan. Sehr dicht jetzt die Abwehr der BFC-Jungs und dann geht es ganz schnell nach vorne. Kliemann. Cisse. Will hier einen Ölver schinden. Das findet Schiri Nitze überhaupt nicht schön und macht seine Ansage. Dann ein Fehlpass. Saskovs nimmt auf. Cisse nimmt Worm mit. Der zieht unwiderstehlich davon. Und stellt Webers erneut auf die Probe. Auf der anderen Seite indessen ein Freistoß für die Amateure. Wird eine sichere Beute für Hilliger. Unermüdlich und immer auf Achse wird hier von Schuld angespielt. Zieht meistens immer zwei bis drei Gegenspieler auf sich, kann nur durch Foul gebremst werden. Klarer Fall für Schiri Nitze und Cisse wird das Spielgerät bringen. Gute Schusstechnik. Die Flugkurve verändert sich plötzlich. Der verunglückte Kopfball wird zur Vorlage für Tabali. Kliemann, Saskovs ganz gefühlvoll mit links. Nun wird's heftig, aber Saskovs freut sich über seinen ersten Saisontreffer. Dann wird gewechselt auf beiden Seiten. Der Buch für den Torschützen. Dietzel, Isuf. Fehlpass. Der Buch erobert sich den Ball, lässt sich auch gar nicht halten. Erdogan dazwischen. Cisse. Auf Worm und ab geht die Post. Bali versucht Flugkopfball, Kliemann Scharfschuss. Webers tolle Fußabwehr. Wahnsinn, aber der Ball ist noch heiß. Wahnsinn auch, was die Jungs für ein Tempo gehen. Jetzt noch. Es geht immer noch hin und her, hin und her. Hey!
dann ein kluger Konter der Gäste. Aber wie es beim Fußball mitunter ist, hast du Pech. Kannst du machen, was du willst. Die Pille will einfach nicht rein. Auch Keller brachte sie nicht unter. Durfte Tabali Pause machen mit der 17 Kormus. Und alle haben ihn lieb, insbesondere der Trainer. Dann der Auftritt Dabus. Und dann der von Worm. Bei Saberi. Diesen Treffer erkannte Schiedsrichter Nitze nicht an. Recht hat er. Zum Fazit ist es noch zu früh zum derzeitigen Zeitpunkt. Deshalb ein Zwischenfazit. Positiv die Einstellung der Gäste, die nicht aufgaben und nach wie vor ein strukturiertes Spiel an den Tag legten. Aber sie trafen heute auf einen Partner, der Biss zeigte, der unbedingt wollte. Dann hatte das Team einen Typ wie der Worm, der immer 2 bis 3 Gegenspieler band und sich meist durchsetzen konnte und nur durch Foul gebremst werden konnte. Den Freistoß von Cesare kann man nicht sehen. Ihn kann man nur hören. Es wurde gekämpft bis zuletzt. Es wurde gespielt bis zuletzt. Eine Freude für jeden, der den Fußballsport liebt. Egal ob nun die Berliner Amateure oder das Team des BFC. Auch unabhängig vom Ergebnis. Natürlich sind die Hausherren glücklicher. Ein Lob allen Beteiligten für das gezeigte Spiel. Und hoffentlich beim erneuten Aufeinandertreffen kommen einige Zuschauer mehr. Denn das haben sie sich beide verdient. Ach so, wir befinden uns in etwa der 83-84. Minute. Da wird immer noch gekämpft und gefightet. Och, wenn man schon auf der letzten Rille spielt, die Körner immer weniger werden. Komm hier! Weiter! Auch die Bälle durch die Hosenträger gehen, man immer wieder auf die Zähne beißen muss. Dann gibt es immer wieder Szenen, wo man schmunzeln muss, wenn es auch nur Schadenfreude ist. Dazu in ca. 30 Sekunden mehr. Und auch für die Torsteher gibt es keine Ruhepausen. Im Gegenteil, sie müssen immer hellwach sein. So wie in der jetzigen Szene. Worm ist dabei, seinen Treffer zu erzielen. Wen oder was trifft er? Das listige Grinsen von Rosenberg lässt mich erahnen, wo der Ball getroffen hat. Das ist nicht lustig. Das Bemühen, das Erzielen des Ehrentores ist unverkennbar. So geht ein torreiches, interessantes Spiel zu Ende. Zum Schluss noch eine gelbe Karte, gehört genauso dazu wie der Abpfiff. Nun mein Fazit zum Ende, sportlich hart umkämpft, fair mit gegenseitigem Respekt. Zu Recht stehen beide Teams an der Tabellenspitze. Wir sahen tolle Sololeistungen, tolle Torwartleistungen, stabile Abwehrleistungen, sehr gute Spielzüge und Kombinationen. Zum Schluss, wie versprochen, die 5 Tore in der Wiederholung.
aus den nächsten Termin. 25. November, 12 Uhr, Sportforum. BFC empfängt den Tabellen 7. Hertha 06. Und tschüss.